Welchen Eindruck hatten Sie von Argentinien, nachdem Sie bereits 2 Jahre in Deutschland verbracht hatten? Ja, es ist immer so, wenn man andere Dinge gesehen hat, sieht man die Dinge mit ganz anderen Augen. Und was sich natürlich dort getan hat, es war mittlerweile das Militär in der Regierung. Als ich ging, waren noch die Peronisten dran. Und mittlerweile war das Militär. Und ich habe dann auch, ich sag mal, auch sehr viele Dinge mitbekommen vor Ort, die ich, sag ich mal, von hier aus gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe. Man muss sagen, das war eine ganz schlimme Zeit in dem Land. Dort sind sehr viele Leute sind verschwunden. Es gibt heute noch Fälle von Leuten, die suchen ihre Kinder. Man sieht es ab und zu in Filmen, wird das immer wieder thematisiert. Es war für das Land eine traumatische Zeit. Und das hat man selbst im privaten Umfeld gemerkt, wenn Freunde sagen, ja, sie hatten dort eine Zeit lang eine Wohnung und da war aber die Polizei um die Ecke und dann ab und zu, wenn laute Musik war, war das ganz einfach, um die Schreie zu vertuschen von den Leuten, die gefoltert wurden. Und das passierte, sage ich mal, nicht irgendwo weit weg, sondern ich sag mal, in der näheren Umgebung. Ja. Auch von Freunden, wo dann auf einmal sagen, der Vater, der ist Unternehmer, der braucht einen Leibwächter, weil er sonst Angst hat, entführt zu werden. Das kannte man vorher alles gar nicht. Und das war natürlich eine sehr schlimme Situation. Von meiner Cousine, der Schwager, landet im Gefängnis. Man wusste nicht, ob er freikommt oder nicht freikommt, ob er lebendig rauskommt. Das waren alle Dinge, die dann im ganz engen Umfeld ankamen und wo man auf einmal merkte, hoppla, da ist wirklich, wirklich Schlimmes los. Und insofern war meine Entscheidung damals auch richtig. Ich kam 78, habe ich eine Stelle hier in Gaggenau angetreten, hatte einen guten Job, war gut bezahlt, habe dann auch eine kleine Wohnung gefunden und kam in einer Blütezeit, habe ich dann hier Platz gefunden. Ich hatte ein Erlebnis, das ist mir ziemlich unter die Haut gegangen. Ich habe damals einen Freund besucht, der war im Süden des Landes, in Bariloche, das war ein Schulkamerad. Und ich wollte von dort, das heißt wollte, ich bin dort mit einem Bus genommen in Bariloche und bin dann nach Norden zu meinem Cousin. Eine Strecke ist ungefähr 1000 Kilometer am Fuße der Anden entlang, eine relativ einsame Straße. Und dort bin ich mit Bus gefahren, die Busse fahren dort. Das Bahnnetz ist nicht gut, das heißt, man fährt meistens mit dem Bus und die Busse fahren nachts. Der Bus fährt nachmittags los und am nächsten Morgen ist man am Ziel. Das ist ja komfortabel, man hat dann praktisch nicht so viel Zeitverlust. Und damals fuhren wir am Fuße der Andes, in der Nähe von Zabala, bei Cobunco, so heißt der Ort, da war eine Kaserne. Ich habe mir nichts gedacht. Auf einmal hält der Bus es war mitten in der Nacht, muss meine morgens gewesen sein, irgendwas um die Uhrzeit. Und ich sehe alles aussteigen. Ich sage, was ist hier los? Wieso aussteigen? War eine dunkle Pappelallee. Man hörte Stimmen im Hintergrund, hörte Soldaten, mussten Soldaten, man hörte das metallische Geräusch der Waffen, die waren dort irgendwo, lagen im Graben, haben sich unterhalten und es wurden wir kontrolliert. Und ich war an dem Tag in dem Bus ganz alleine unterwegs. Es war kein Freund, kein Bekannter dabei, andere Passagiere, aber ich war alleine unterwegs. Und ich hatte damals ein kleines Taschenmesser dabei, das ist so ein Schweizer Offiziersmesser, habe ich immer auf Reisen dabei, weil dann Korkenzieher, ein Messer und Zahnstocher dran ist oder was. Und dann kam auf einmal was war das, der Feldwebel oder was ich dabei hätte, so, und habe ich gezeigt, um Gottes Willen, wie ich mit dem Messer rumlaufen könnte. Das wäre ja eine Waffe und damit könnte man ja Menschen was antun und dann könnte, weiß ich, mit dem Land das passieren, was passiert. Ich wusste gar nicht, was Sache ist. Und ich habe eigentlich Glück gehabt, dass er mich hat laufen lassen, weil wenn ich dort aus dem Bus verschwunden wäre, hätte niemand gewusst, wo ich gelandet wäre. Also es war, sag mal, ein Moment, den ich persönlich erlebt habe, wo ich richtig, richtig, ja, Angst hatte, irgendwo zu verschwinden. Und das wünsche ich niemandem, dass er in die Situation kommt, weil wenn der mich dort behalten hätte, der Busfahrer wäre weitergefahren, da hätte sich niemand drum gekümmert, die hätten alle versucht, ihre Haut zu retten, bin ich mir ziemlich sicher, dass dort das ohne Konsequenzen geblieben wäre. Man weiß ja nicht, was passiert. Und insofern war ich dann froh, nachher wieder in Sicherheit zu sein, dass er mich hat gnädigerweise weiterfahren lassen.